fertig. Mina, jetzt mittlerweile schon 5 Monate und ich wollen euch heute ein bisschen was zur Impulskontrolle und Frustrationstoleranz zeigen und erklären, wie man das so aufbaut und wofür das eben wichtig ist. Ja, zum einen ist es einfach so, dass der Hund lernt, eben seine Frustration zu tolerieren, also nicht sofort dann irgendwelche Übersprungshandlungen zu zeigen, wie aggressives Verhalten oder irgendwie sich zurückziehen, sondern das einfach mal auszuhalten. Und eben auch so die Impulskontrolle, dass man nicht direkt jedem Impuls nachgeht, was Kinder auch lernen müssen, sondern einfach abwarten kann. Rückfrage hält mit dem Halter, also Frosch oder Härchen, und dann eben zusammenarbeitet. Das braucht ihr für unterschiedliche Bereiche. Das fängt morgens beim Füttern an, dass der Hund einfach lernt, sich da zurückzunehmen. Das fängt dabei an, dass man einfach, wenn man durch die Tür geht, dass das alles eben nicht so stürmisch ist. Beim Spielen, dass da einfach Struktur drin ist, dass es nicht ein hektisches Hin- und Hergerenne ist, sondern dass es ein gemeinsames Spielen ist, wo der Hund einfach lernt, okay, ich muss mich zurücknehmen, kriege dafür eine Belohnung, dass der Ball fliegt und so weiter. Wofür es auch wichtig ist, ist nachher für das Anti-Jagd-Training, weil der Hund dann, wenn er von Anfang an lernt, ja eben nicht seinem Impuls direkt nachzugehen, also zum Beispiel das Jagen, sondern dass er da Rücksprache hält, dass wenn man das früh übt, dass man das dann auch auf diese Bereiche nachher übertragen kann oder dass einfach viel leichter ist, das dem Hund dann wieder beizubringen, da eben nicht direkt hinterher zu schießen und seinem Trieb nachzugehen. Ja, ich habe dazu schon ein Video gemacht und zwar mit dem Paul. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, mit oder dem Kommando Nein beibringen. Damit fangen wir jetzt auch an mit Mina und dann gibt es aber, zeige ich euch jetzt in dem Video noch andere Varianten, wo man das trainieren und aufbauen kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis gleich. Okay, also die Übung fängt man eigentlich recht simpel an. Man nimmt sich irgendwie Futterleckerchen, vielleicht jetzt nicht das allertollste Leckerchen, wo der Hund richtig scharf drauf ist. Und es ist natürlich am Anfang sehr schwer, da eben seinen Impuls zu kontrollieren. Wir haben hier ganz normales Trockenfutter. Das nimmt man dann in die Hand oder legt man so auf die Hand, hält es dem Hund hin und wenn der Hund kommt, schließen wir die Hand und sagen, wir sagen jetzt da kann man aber auch nein oder lass es oder was auch immer benutzen. Ich finde ganz schön, weil man das eben so im Alltag nicht so oft nutzt wie nein und lass es und so weiter, sondern wirklich dann als Kommando. Der Hund lernt dann, ja, Mina kann das jetzt schon, dass wenn er da versucht dran zu gehen und an das Leckerchen zu kommen, dass er da keinen Erfolg mit hat, sich die Hand also schließt. Sobald ihr merkt, dass sich der Hund so ein bisschen zurücknimmt, also so ein bisschen den Kopf nach hinten nimmt oder vielleicht kurz zur Seite guckt, öffnet ihr die Hand und sagt okay und gibt ihm das Leckerchen. Nochmal. Okay. So. Okay. Das haben wir jetzt mit Mina natürlich schon öfter immer mal zwischendurch trainiert. Okay. Super. Konnte sie aber auch wirklich nach ein paar Wiederholungen, das werdet ihr sehen, das verstehen die ganz schnell. Dann kann man einfach auch einen Schritt weiter gehen, dass man das Leckerchen, so wie ich gerade, so ein bisschen bewegt. Das ist dann natürlich noch interessanter. Okay, jetzt hat sie mich schon angeguckt, das war natürlich super. Okay.
Futter. Ich kenne das von vielen oder habe das schon oft gesehen, dass die Menschen dann so mit dem Futternapf durch die Gegend laufen müssen und nur gucken müssen, dass der Hund da bloß nicht dran springt. Und dass alles irgendwie total lecker ist, der Hund unten springt und wartet und sich freut und so weiter. Dann wird das Futter irgendwie auf den Boden ganz schnell gestellt und in 3 Sekunden ist der Napf schon wieder leer. Also total hektisch für uns, für den Hund. Und das wollen wir eben nicht, das soll alles ein bisschen ruhiger ablaufen. Und deswegen trainieren wir hier auch das Kommando mit dem Futter. Das heißt, man kann auch entweder wieder direkt das so aufbauen, dass wir erst dieses Training nochmal machen mit der Hand. Okay, dass der Hund also weiß, okay, wir trainieren gerade. Guck. Okay, super. Dann nehmen wir ein Leckerchen. Okay. Legen das zum Beispiel in den Napf rein. Okay. Super. Nochmal. Legen wir das auf den Boden. Okay. Okay. ja, und wenn wir dann das normale Futter da drin haben, ich lege jetzt einfach mal symbolisch ein paar Leckerchen rein. Nicht gesagt, es ist Futter weg. So, das heißt das Beispiel dafür. Das heißt, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr seht mich. Wir tun das Futter rein. Und wenn der Hund da jetzt angeht, nehme ich den Napf direkt wieder hoch, mache gar nicht so ein Theater und sage nein und pfui und so weiter. Sondern nehme den Napf einfach wieder kurz hoch. Genau wie mit der Hand praktisch das gleiche Prinzip. Wenn der Hund sich nicht zurücknimmt und dran geht, kommt der Napf weg. Wenn der Hund sich zurücknimmt und das hinstellt, okay, darf er dran. Am Anfang natürlich möglichst schnell aufheben, das heißt, sobald der Futternapf liegt und der Hund sich immer noch kontrolliert, seinen Impuls kontrolliert, dass man dann sofort auflöst. Das kann man aber dann auch von Tag zu Tag steigern und einfach auch so ein bisschen Abwechslung reinbringen, dass man einfach irgendwann guckt, okay, an dem einen Tag gibt es dann das Futter fürs direkte Zurücknehmen, an dem anderen Tag muss er halt ein bisschen warten, sich hinsetzen, vielleicht vorher irgendwie ein Pfötchen geben oder ja, einfach da so ein bisschen Abwechslung reinbringen, dass der Hund also lernt, er musste entweder was für tun oder sich einfach nur zurücknehmen. Genau. Wie ist es eigentlich bei, oder wie macht ihr das mit dem Futter? Macht ihr das auch so ähnlich oder ist das irgendwie bei euch auch eher so eine chaotische Nummer und ja, euer Hund ist da irgendwie ganz verrückt drauf, das würde mich mal interessieren. Oder habt ihr vielleicht noch andere Möglichkeiten, wie man das trainieren kann? So, dann kann man das noch so ein bisschen dynamischer trainieren. Das mache ich gerne auch draußen auf der Wiese oder beim Spazierengehen, dass man da nochmal differenziert zwischen okay und Und zwar, dass man Leckerchen nimmt, eins in die rechte, eins in die linke Hand. Dann Leckerchen wirft, sagt okay, der Hund darf hin, das vielleicht 2-3 Mal wiederholen und beim 4., 5. Mal wirft man dann Leckerchen hin und sagt Dann soll der Hund da nicht hin. Sobald er nicht dahin geht und sich zurücknimmt, werfe ich das Leckerchen aus der anderen Hand und sage wieder okay. Dass der Hund einfach lernt, okay heißt ich darf, heißt eben, ja, davon bleiben. Ne? Und das zeigen wir euch jetzt mal, oder? Was meinst du? Küsschen? Fein, Küsschen? Machst du fein? Das machen wir jetzt, ne? So, lecker. Komm, okay. So, Leckerchen habe ich hier in der Hand. Danke. Okay. 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 Am besten oder am einfachsten ist es auch, wenn man das Leckerchen dann eben nicht in die gleiche Richtung wirft, sondern eben dann genau in die andere Richtung, damit der Hund lernt, einfach sich auch davon zu entfernen. Und man sieht mich nicht. Warte, hallo, Leute. Mit wem habe ich denn jetzt gesprochen? Also nochmal, ihr habt mich ja wahrscheinlich gehört, also nicht in die gleiche Richtung das Leckerchen für das Okay werfen, sondern dann eben in die andere Richtung. Ich zeige es nochmal. Okay. Okay. Und vielleicht am Anfang auch nicht werfen, sondern einfach nur fallen lassen. Okay. Da, Mina, da hinten. Okay. So. Okay.
Genau. Das Leckerchen, was ihr tabuisiert habt, würde ich auch zumindest am Anfang auch nicht wieder freigeben. Das heißt, nicht so machen, okay, und ihn dahin lassen, sondern wirklich dann ein anderes Leckerchen wegschmeißen, damit das für den Hund noch klarer ist. Ja, genau. Das Ganze kann man natürlich auch mit dem Spielzeug machen, das kann ich euch jetzt auch nochmal zeigen. Das mit diesem Wegwerfen, wenn der Hund dann schon weiter ist, kann man dann auch Kommandos einbauen. Das heißt, ich sage okay, bring den Hund dann zum Beispiel ins Sitz, sag, wirf das Leckerchen weg und sag dann okay. Das heißt, dann lernt der Hund einfach auch schon, sich länger sitzen zu bleiben oder das Kommando einfach länger auszuführen, bis er dann belohnt wird. Und er lernt auch die Sachen ein bisschen, also nicht direkt bei einem dran zu machen, sondern ein bisschen auf Abstand. Okay. Sitz. Guck. Okay. Okay. Platz. Platz. Euch auf andere Videos mit Leni und Paul freut. Bis dann. Tschüss.